So, Mikro, Mikro. Kamera nimmt auf. Setup steht. Weihnachten ist vorbei. Du Spast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen und ein herzliches Heavy Martell natürlich an dieser Stelle zu einer Nachweihnachtsfolge, die aber so ein bisschen noch was mit Weihnachten zu tun hat. Ich meine, ihr seht, es ist noch nicht alles abgebaut, aber mein He-Man habe ich schon mal wenigstens von seiner Mütze befreit. Was will ich euch zeigen? Heute will ich euch jemanden zeigen, den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Eine Origins-Figur, wo ich mich schon eine ganze Weile drauf gefreut habe. Zum Glück konnte ich sie jetzt im Nachhinein bei Amazon noch abbestellen, weil da wäre sie irgendwann im Februar auftaucht oder sowas. Oder Ende Januar, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Habe ich von dem Sohn meiner Freundin, von meiner Frau gekriegt. Und zwar ist es der gute Skelly in der 2000X-Variante. Es spiegelt mal wieder wunderbar. Ist halt so, ne? Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Der Fokus fokussiert auch einigermaßen. Und ja. Auf den freue ich mich, weil der halt wirklich mal optisch ein bisschen anders ist. Hier hinten wieder ein schönes Backup-Cover, wobei das tatsächlich ist okay. Ist es in der ersten oder in der zweiten Folge von der 2000X, von dem 2000X-Cartoon? Ich weiß es nicht ganz genau. Also spätestens in der zweiten Folge kommt diese Szene auch vor. Die ist mir noch im Gedächtnis. Und ansonsten, was hat man da? Die nicht vorhandenen Action-Features. Und die Figuren, wo ich denn mittlerweile außer Pighead auch alle habe. Aber die Figur sagt mir halt auch wirklich nicht zu. Ihr wisst ja, ich bin ja Cherry Picker. Ich brauche das nicht alles. Vorne hat man hier wieder das 40-Jahre-Logo. Ne? Es ist eine internationale Karte. Wir können uns was Schönes, weil bei Mantella konnte ich es nicht zeigen, weil ich die Figur ja nur lose habe. Bei He-Man konnte ich es auch nicht zeigen, weil das erste Video, wo ich ihn ausgepackt habe, ist ja gecrashed. Da war, glaube ich, kein Ton. Wäre schöner Stummfilm geworden, hätte ich schwarz-weiß gemacht und so Textdinger eingeblendet, wie wirklich damals beim Stummfilm. Nee, wollte ich nicht. Wäre auch aufwandstechnisch dem nicht wert gewesen. Aber jetzt kann ich euch wenigstens das Comic hier zeigen. Muss man mal kontrollieren. Ja, der Ton tont. Alles gut, also kann der doch hier mal raus. Da ich die Pappen sowieso bis auf ein paar Ausnahmen nicht mehr aufhebe und die jetzt auch nicht so, also das Motiv ist okay, aber schon schönere gesehen, kann der Kollege hier doch mal raus. So. Fangen wir doch mal mit dem Beipackzeug an. Ich habe mir das mittlerweile jetzt abgewöhnt, hier den Blister ordentlich aufschneiden zu wollen. Das ist Pillepalle. Legen wir den guten Kerl da mal hin. Die Pappe kommt auf die Seite. Hier haben wir wieder den Erklärwertzettel. Den braucht mittlerweile, glaube ich, kein Mensch. Klar, für Kinder mag es interessant sein. Was kann ich da abmachen, was nicht? Das haben sie am Ende Beinen von dem in der Hand und da geht gar nichts mehr. Jetzt habe ich aber den Comic, der bei Montana und wie gesagt bei dem 2000X-er He-Man beilag. Auch endlich mal. Der glänzt auch ganz schön. Und kann euch den in Bildern natürlich ohne Text blasen, was ich immer noch nicht verstehe. Mattel, auch die internationalen Fans, die beherrschen Englisch. Da braucht ihr euch nicht zu haben. Warum gucke ich eigentlich mein Mikro an? Ich müsste nicht mal Kamera gucken. So, ansonsten, den Zeichenstil, den mache ich ja tierisch. Das ist es nicht. Da werden halt auch die aktuellen Figuren aus der Wave vorgestellt. Montana hier zum Beispiel, Pighead ist drin. Der 2000X-er He-Man natürlich und der 2000X-er Skeletor. Die Seite hatte ich jetzt schon, dann zeige ich euch jetzt noch die letzte. Ist mein Finger nicht ganz so arg im Weg. So. Also. Und hinten habt ihr noch die speziellen Figuren. Also ich freue mich, habe den wie gesagt zu Weihnachten gekriegt. Vom Sohn meiner Freundin. Und ich wollte mich gerade positiv äußern, von wegen, dass sie auf Stropser verzichten. Es wird zumindest weniger. Aber ganz ohne Cuttermesser geht es halt doch wieder nicht.
weil die Ellenbogengelenke haben immer noch welche und ich komme nicht dran. So, okay, auf der Seite haben wir es. Man muss bis nah am Blister schnallen, dann kriegt man die auch ab. Wer nicht in die Figur reinschnibbeln oder irgendwie sowas. Der war extra Titanit verstärkt. Die Schlagkarte mal weg. Kann sein, dass ich die vielleicht für die Waffe noch brauche. Waffen? Nee, brauche ich nicht. Finde ich mal positiv. Nicht eingetütet. Sondern einfach bis hinten an der Figur trapiert. So. Da brauchen wir dann gleich den Vergleichs-Johnny. Da kommen wir doch mal. Fangen wir mal mit den Waffen an. Ich stelle euch zwar den Skelly hier jetzt mal her, dass ihr euch schon mal grimmig anschauen kann. Ich weiß, ich bin heute so ein bisschen ruhiger, ne? Das ist so nach Weihnachtsstimmung. Ich bin einfach ein bisschen fertig, weil ich habe Weihnachten gearbeitet. Und am heutigen Tag ist der erste Tag, den ich frei habe nach Weihnachten. Und dann machen wir das mal so, weil die Stäbe sind per se gleich. Also da ist kein Unterschied, außer natürlich die Farbgebung. Der vom 2000Xer ist natürlich wesentlich dunkler. Der geht schon mehr ins Lila rein, ins richtig schöne dunkle Lila. Ist aber farbtechnisch, finde ich das gut. Das ist okay. So, weiß nicht, warum ich den jetzt zur Seite getan habe. Jetzt natürlich, das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil es zwei komplett andere Waffen sind. Gott, ist das ein Größenunterschied? Habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Wir haben hier natürlich auf der für euch linken Seite, nee, rechten Seite das 2000Xer Schwert. Ich zeige es auch nochmal einzeln. Ist natürlich eine ziemliche Schlachthacke. War ja auch im Original von den 2000Xer Figuren eine teilbare Waffe. Aber ich muss mal sagen, so als Gesamtes gefällt mir das sogar ein bisschen besser. Und naja, das normale Skelly-Schwert, das kennt ihr. Ich habe übrigens tatsächlich mit dem das Problem wie mit meinem anderen Skelly. Der Nupsi von der Rüstung hält hinten nicht so ganz hundertprozentig. Muss ich mal so mit dem Schwert gegengehen, um das wieder reinzudrücken. Da haben sie Ähnlichkeiten. Aber jetzt zeige ich euch mal die Figur. So, alles klar. Ne? Also schon vom Detailgrad ein ziemlicher Unterschied zum normalen Skeletor und wurden auch andere Teile verbaut, wie, ja gut, die Arme sind nicht neu, das sind die im Prinzip, die auch bei He-Man verwurstelt werden, aber zum Beispiel diese Beinschienen, die sind schon extrem anders, der Lendenschurz auch, der Kopf ja sowieso, also ich weiß nicht, ob das rüberkommt, ich versuch's mal. Die hat ja so richtig schöne Vampirzähne, also vom Gesicht her gefällt es mir gut. Die Kapuze geht so, aber vom Gesicht ist richtig gut. Dann ist der Unterschied noch, warum mache ich das denn eigentlich nicht gleich mal direkt Vergleich? Ihr seht, komplett andere Farbgebung. Der hier ist viel detaillierter, finde ich. Fällt mir gut. Der hat halt so einen Standard-Lendenschutz, ist halt ein okayer Skeletor, finde ich gut. Ja. Und ja, ich finde den mit dem Maul offen tatsächlich von den Origins Skeletoren einer der besten. Aber der könnte ihm den Rang so ein bisschen ablaufen. Also zumindest unter den regulär verfügbaren Figuren. Mein Lieblings-Skeletor ist tatsächlich ein anderer. Dann muss ich mal für mich selber schauen. Fellhose ist das gleiche. Die Füße selber sind eigentlich auch das gleiche, aber eben die Beinschienen, die Stiefel nicht. Naja, hier sind es Beinschienen, da sind Stiefel. Ansonsten, ja. Ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber. Also die Rüstung hat nicht nur die Applikation mit diesen rötlichen Steinen, wenn ihr genau guckt, sind hier die Seitenlappen. Im Gegensatz zur Rüstung nicht lila, sondern auch noch schwarz. Die Armreifen sind in Lila. Ja, aber das passt. Also ich finde den gut. Der gefällt mir, Leute. Stellen da mal her. Den anderen Skelly. Warum lege ich den eigentlich wieder runter? Kann ich doch einfach hier mal neben He-Man trapieren. So. Ja, der hat sein Schwert jetzt auf der Rücken und die Axt liegt bei mir in der Vitrine, in meiner Oma-Vitrine. So. Den werden wir nochmal ausstatten. Ach, das könnte man noch gucken.
Ja, sehe ich jetzt erst. Die zweite Hand ist eine Greifhand. Geht gut rein, das Schwert hält auch ganz gut. Habe ich auch noch nicht getestet. Artikulierungspunkte sind wieder mit den Rasterpunkten. Bei den Beinen ebenso. Und jetzt sogar, ich weiß nicht, kommt das vom Geräusch herüber? Also ich höre es. Die haben auch Rasterpunkte, die Füße. Was das natürlich für die Artikulation richtig, richtig cool macht. Kannst du denn am Ende wirklich richtig Action machen mit den Figuren? Also schön auch für Leute, ich weiß ja, finden einige Fotografie ganz geil. Ich mache das ja bloß so mal so für ein Thumbnail oder. Kann man schönes Posing betreiben und hält auch. Ich denke mal, der schafft die Runde ohne Probleme, aber sauber. Doch, ist richtig, richtig eine gelungene Figur, muss ich sagen. Wie gesagt, Bewegung ist alles da, funktioniert. Ich habe jetzt auch hier, habe mir jetzt schon eine Weile in der Hand keine Farbabriebe oder sowas oder Fehlbemalungen kennenlernen. Das Einzige, was so ein bisschen einschränkt, ist halt der etwas größere Waffenrock, aber jetzt nicht, dass das irgendwie stören würde. Nö, der ist schön. Der gefällt mir richtig gut. Vielleicht kriegt man ja so mal eine einfüßige Variante irgendwie austariert. Das würde mich jetzt mal interessieren. Es ist machbar, schätze ich mal, aber ich kriege das jetzt von der Gewichtsverteilung noch nicht hin. Upsa. Außer, dass ich irgendwas mal wieder runterschmeiß. Jetzt will das wissen, ne? Irgendwie so eine prima Ballerina-Pose. Irgendwie so Blödsinn will ich jetzt machen. Leute, nehmt es mir gerade nicht krumm. Das Zeitschinden nie weiß. Der Mann kostet uns unsere Lebenszeit und macht nur Scheiße. Ja, weiß ich. Deswegen bin ich hier auf YouTube, Leute. Also mit ein bisschen mehr Geduld. Der wird umfallen. Ja, aber er hat eine Sekunde gestanden. Gut. Nee. Ich mir dann wieder selber einen Farbabrieb reinhaue, dann machen wir dann halt hier irgendwie so eine Pose, die machbar ist. Also im Großen und Ganzen finde ich das eine ziemlich gelungene Wave jetzt auch im Zusammenhang mit dem 2000X He-Man. Ihm hier natürlich. Und Mantenna. Mein Gott. Jetzt stell die nicht so an. Das ist aber mal gut. Okay. Und BH ist wieder auf Gang hinten. Dann machen wir das halt so. Und machen wir so ein bisschen Sandleute-Pose. Der soll ja wohl stehen bleiben. Ja, ich bin jetzt, was Figuren angeht, nicht der große Star Wars-Fan, aber ich mag die Filme trotzdem. Die alten. Die ganz alten. Ihr wisst Bescheid. Und passt. Gut. Das soll es aber zum heutigen Video gewesen sein. Hab euch, glaube ich, auch schon wieder lang genug vollgetextet. Ja, schon wieder fast eine Viertelstunde. Mit einer Figur, die mag ich. Also die 2000X-Varianten gefallen mir eigentlich alle ziemlich gut. Auch die Lünni, ihr wisst ja, weil die für mich halt die so ein bisschen die Filmation-Farben. Ich habe halt mit der Simpsons Lünni jetzt, ich würde nicht sagen, nicht so viel am Hut, aber die in den menschlichen Farben fand ich immer ein bisschen besser. Ne? Darum sage ich an dieser Stelle, das war's für heute. Das war's heute mit Masters and More und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wenn es dann wieder dasselbe ist, heißt Masters and More. Grüße gehen raus, ein herzliches Heavy Mattel und macht das hier. Ciao.